Ich grüße euch, Wetterwanderer. Schön, dass ihr wieder eine meiner Geschichten lauscht. Heute möchte ich euch erzählen, wie es war, als ich noch Raubritter war. Und mein Oheim, also mein Onkel, gegen mich intrigierte und einfach neidisch war, dass ich ein wenig mehr Erfolg hatte wie er. Ich hätte dich laufen lassen. Ich hätte ihn aufgehängt. Das weiß ja auch niemand, dass du sein Onkel bist. Ist ja gut. Ist ja schon gut. Es war ein wohlgehütetes Geheimnis. Aber Norbert die Lanze, ein Wächter der Feste, hatte so seine eigenen Dinge mit mir. Er schlief eines Tages ein und träumte davon, dass ich wieder einmal in die Burg eindrang. Gegen ihn kämpfte, doch als er so schlief, wurde er von Ortolf, dem Landvogt, überrascht mit seiner Gemahlin. Und in seinen Träumen kämpfte ich gegen ihn und er wurde sehr übel geweckt dadurch. Na, schlafen Sie gut! Was ein Wächter, was ein Wächter. Und Norbert, die Lanze, nahm sich vor, mich zu fangen. Ihr wolltet mit mir sprechen, Maurice? Ja, wie soll ich euch das erklären? Ich habe da einen Neffen, Erik von Wiesenbart. Sein Wappen ist der Fuchs. Er ist ein Raufbold und Strauchdieb, der in den Wäldern die Leute abschlachtet. Und ihr, als gute Schützin, wäre die Richtige, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Dort hinten auf der alten Heerstraße könnt ihr ihn erreichen. Aber vergesst nicht, ich möchte so wenig wie möglich mit in Erscheinung treten. Dann werde ich das tun. Seid bedankt. Er war schon immer ein charmantes Schlitzohr. Das hatte ich von ihm. Und so schlich Lore, die Tochter des Jägers, durch die Wälder, um den Raubritter Erik von Wiesenbad zu fangen. Und diese Geschichte werde ich euch bald erzählen. Unterdessen hatte Landvogt eine Idee, oder seine Gemahlin. Ach, Weib. Was hast du, mein Gemahl? Ich hab die Burg, die Schatzkammer ist gefüllt, das Gefolge steht hinter mir wie eine deutsche Eiche, aber irgendwas fehlt. Ich habe da eine Idee. Soll ich auf die Jagd gehen? Nein, ein Bogenturnier mit dem besten Bogenschützen. Das wäre reichlich Tumult. Da wäre was los. Und wahrscheinlich kommen dann auch irgendwelche Raubritter. Er meinte wohl mich. Ich mache es gleich bekannt. Und vergaß ein Bogen. Herr Bastian, diese Depesche bringe jedem Bogenschützen im Land und sage ihm, dass am ersten Tag des Erntedankfest hier im Hain ein Bogenschützenturnier stattfindet. Das werde ich, ja. Und so sandte der Bote die Nachricht an alle Orte. Halt! Da steckt ein Schwert im Weg. Verdammt! Was ist denn das für ein Schwert? Das ist bestimmt eine Raubritterfalle. Meinst du? Meine Freunde waren mir voll in die Falle getappt. Aber kann man euch nicht für 5 Minuten allein lassen? Du lässt dir immer so viel Zeit. Meine Güte. Lass uns uns Waffen schnappen oder nix wie fort hier. Dann nichts wie weg von dir. Jawohl. Beweg dich. Norbert die Lanze und sein Kumpan waren uns dicht auf den Fersen. Der Schwertzug knallt doch immer wieder. Heute schon das zweite Mal, dass ich wegen dem Kopfschmerzen hab. Los. Aber jetzt bin ich richtig wütend und jetzt will ich ihn haben. Vorwärts! Wir holen ihn uns! Nun, Wetterwanderer, bald werde ich euch die Geschichte erzählen, wie das Turnier der Bogenschützen ins Leben gerufen wurde und wir alle ein großes Abenteuer erlebten.